So, lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Die Zwerge dürfen jetzt ja alle wieder aus dem Bunker raus. Und bisher läuft keiner an der Miliz vorbei. Das ist auch soweit gut. Goblins allerdings kommen auch nicht näher. Die treiben sich irgendwo hier oben rum. Also, die bringen systematisch alle unsere Hunde um. Jetzt kommen sie rein. Wir können jetzt nicht unseren Kamikaze-Trick benutzen. Oh, halt, 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 halt. Was hast du vor? Er will irgendwas von draußen einsammeln. Was machen wir jetzt? Also, wir können sie wieder alle in den Bunker schicken. Würde ich aber ungern, weil ich will eigentlich gleich handeln. Können wir irgendwie angucken, was genau er holen will? Das wäre sehr praktisch. Aber anscheinend nicht. Es gab hier die Jobliste. Aber die ist doch recht groß. Das war Store Item in Bin. Ah, wir können hier gucken, welcher Zwerg das ist. Das ist mein Howler mit irgendwas. Okay, Jobliste. Jetzt suchen wir hier mein Howler. Mein Howler. Wirklich viel übersichtlicher ist auch nicht. Ups. Zumal ich den Auftrag von dem mein Howler mit irgendwas hier nicht sehe. Ich sehe hier nur zwei, drei Meinhauler und die heißen alle nicht Matt hinten dran. Nostalgia LP, nö. Ceratul, nö. Ach doch da. Meinhauler Medaille. Animal Stockpile. Ah, das werden die Käfige sein. Gut. Jetzt wissen wir, dass es der Käfig ist. Das heißt, den Käfig verbieten wir einfach mal. Den auch. Und den auch. Jetzt lasse ich ganz kurz mit dem Punkt das weiterlaufen. Und ich hoffe einfach mal, dass sie gleich umdrehen. Der hat schon mal ein Fragezeichen. Er weiß nicht, was los ist. Und er steht einfach nur in der Gegend rum. Aber der Auftrag müsste weg sein. Gut, er hat keinen Auftrag. Das heißt, ich lasse das Spiel jetzt einfach mal ganz normal mit Leertaste weiterlaufen. Und er läuft zurück. Sehr schön. So, schon hätten wir sechs Goblins in Käfigen, die wir alle wieder verbieten müssen. Also D, D, B, F verbieten. All das hier. Ich muss nur später daran denken, das wieder zu entverbieten. Sonst werden die nicht nachgeladen, die Fallen. Und das scheinen jetzt alles noch Bogenschützen zu sein, oder? Ein Lasher ist ein Peitschenschwinger. Bomen, 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 Bomen. Schade. Sonst könnte ich einfach wieder auf sie zustürmen. Sie stürmen auf uns zu und tapsen in die Fallen rein. Aber ich denke mal, sobald wir hier sind, würden wir schon beschossen werden. Die würden einfach kein Stück gehen. Nimm, nimm, nimm. Na gut. Handeln wir erstmal. Wir haben Bronze. Wir haben noch mehr Bronze. Noch mehr Bronze. Und das war's an Metall. Gypsumblöcke. Ne, wir brauchen keine Gypsumblöcke, wir brauchen Gypsumpulver oder Rohsteine. Ich glaube, aus den Blöcken konnte man kein Pulver mehr herstellen, was natürlich ärgerlich ist. Das Glas kaufen wir lieber auch nochmal. Das brauchten wir letztes Mal bei dem einen besessenen Zwerg. Lehm brauchen wir nicht unbedingt. Oh, Holz. Holz nehmen wir doch mal. Und jetzt gucken wir, was. Ja, die haben noch ein paar Bronzesachen zum Einschmelzen. Das nehmen wir auch. Die Eisenpiccolo auch. Eisenflöte, Eisenpuzzlebox, noch eine Eisenpuzzlebox. Ganz viele schöne Eisenspielzeugsachen. Da dürften ein paar Waren bei rauskommen. So, und das wird alles vertickert. Ist mir jetzt egal, wie viel das wert ist. Ich will einfach nur möglichst schnell möglichst viele Zwergendollar auf unserer Seite haben. So. Was haben wir noch? Käfige? Nö. Ein paar Fässer. Ja, da haben wir ja gerade Mangelware. Die können also auch gekauft werden.
Und so ein bisschen billiger Alkohol kann auch nicht schaden. River Spirits, jupp. Strawberry Wine, River Spirits, kommt alles mit. So. Buckets. Buckets nehme ich auch mal zwei mit, weil im Krankenhaus kann man die immer gebrauchen. Wenn jemand nämlich im Krankenhaus liegt, wird er mit den Buckets gefüttert. Kriegt sein Trinken durch die Eimer. Eisenhellebarde. Nee, die ist doch ein bisschen zu teuer zum Einschmelzen. Eine Eisenpicke. Nee. Das lassen wir erstmal. Oh, eine Eisenbattleaxe. Na, da haben wir so Stahlbattleaxe. Ist besser, das passt schon. Das. Die Kupfersachen sind sehr, sehr günstig. Hier eine Kupferpeitsche. Wie auch immer eine Kupferpeitsche aussehen soll. Für 12 Zwergendollar. So, das war's. Jetzt kommen die ganzen großen Rüstungen, die können wir eh nicht tragen. Ein Bronzeschild, das nehmen wir doch mal mit. Bronzebuckler wollen wir nicht. Noch ein Bronzeschild. Eisenschild. Hauptsache erstmal genug Schilder haben, damit jeder Zwerg in der Kampftruppe ein Schild hat. Das ist alles wieder zu groß. Sand brauchen wir nicht. Wir hätten jetzt noch gerne Leder und Stoff. Das ist schon mal Seide. Das ist Stoff, aber der falsche Stoff. Und den können wir immer noch benutzen, um Kinkerlitzchen herzustellen. Und wir brauchen mehr Sachen auf unserer Seite. Na gut. So. Schon haben wir wieder 100% Profit auf seiner Seite. Die ganzen kaputten Sachen können wir auch schnell verkaufen. So. Das hätten wir noch gerne. Und das auch. Eventuell steht die Sachen doch aus dem Rope Read her. Davon haben wir so viel. Aber gucken wir erstmal, wie sich das entwickelt mit den Pigtail-Sachen. Also bei dem Farmers Workshop können wir das jetzt ja umwandeln, hoffentlich. Und dann schauen wir mal, wie viel Stoff bei einem so ein Pigtail rauskommt. So, Leder kommt auch noch mit. Auch mit. So, jetzt könnten wir noch jede Menge... Oh, Eisenambosse. Die nehmen wir alle mit. Die können wir schön schnell einschmelzen. So, Essen lassen wir hier. Da haben wir 1800 noch in unseren Vorräten. Das reicht. Garn. Nö, brauchen wir auch nicht unbedingt. Käse. Obwohl, Garn nehme ich doch mal ein bisschen was mit. Das war hier. Thread. Einfach nur so, falls wieder einer durchdreht. So. Das war's jetzt aber. Den Käse lasse ich hier. Die Splints und Crutches haben wir selber schon hergestellt. Nanu. Ein Bienenstock aus Eisen. Okay. Komische Menschen. Na gut. Die Splints wollen wir nicht verkaufen. Die Sachen können weg. Die Waterskins sollten wir auch nicht verkaufen. Die sind für unsere Soldaten. So, das kann alles weg. Wir sind bei 9000, ist das Zeug schon wert. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, er sollte mindestens so 3000 Profit haben. Und ganz viele kaputte Sachen. Schön, wird alles aussortiert. So, 4000 Profit, das muss reichen. Tee. Und er ist sehr glücklich. Ah, sind wir auch. Das kommt wieder alles weg. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt mit den Goblins unten anstellen. Das war ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Wir könnten einfach einen Hund dahin schicken, aber das geht ja so nicht. Der Hund muss ja von einem Zwerg dahin gebracht werden. Das wäre sonst richtig praktisch, wenn man Tieren direkte Befehle geben könnte. Oder einen Kampftrupp aus Tieren zusammenstellen. Aber das klappt nicht. Na gut, machen wir es mit unserem Trupp. Shift A. Und wir stellen sie mal dahin und hoffen, das reicht. Tut's anscheinend nicht. Aber wenigstens werden sie nicht beschossen. Okay. Ein bisschen näher. Ha, das hat doch schon mal funktioniert. Ah,
Rückzug, Rückzug. Ganz schnell Rückzug. Ich sagte Rückzug. Und noch ein Ambush. Und der Zwerg, der läuft trotzdem weiter. Es ist... Oh, das wird nix. Das wird nix. Okay, Taktikänderung. Ein paar von den Zwergen können keine Befehle befolgen und haben sich stattdessen in den Kampf gestürzt. Vornehmlich er hier, Hex. Grummel. Und er hat schon eine Wunde am linken Oberschenkel. Wie schaut es bei den Zwergen, bei den Goblins aus? Ah, der ist auch schon ein bisschen angehackt. Das ist okay. Aber die sind alle noch unverwundet. Und ist gerade noch ein neuer Trupp dazugekommen. Hier oben sind auch noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Goblins haben wir immer noch. Aber wir haben mehr Zwerge. Also, S, Shift A. Den Station-Befehl heben wir auf. Und stattdessen machen wir einen Kill-Befehl. Und zwar per Rectangle. Ihr sollt alle sterben. So, und jetzt nehme ich auch... Ach, den habe ich jetzt nicht gemacht, den Befehl, ne? Also Rectangle. Das muss man immer schön mit Enter bestätigen, sonst macht er das nicht. So, Enter. Jetzt Shift B. Euch machen wir auch mal aktiv. Und geben auch einen Kill-Befehl. Auch mit einem Rectangle. Und dahin. Der Trupp ist zwar noch nicht sehr ausgebildet, aber ich hoffe einfach mal, dass die Masse das machen wird. Und jetzt gucken wir, wie viele Goblins und Zwerge jetzt sterben. Hex hält sich soweit tapfer. Ich glaube, jetzt ist er tot. Nee, da steht er noch. V, next. Oh, er hat aber schon ein paar Wunden davon getragen. Der Goblin ist unverletzt und der Goblin schießt die ganze Zeit auf die beiden ein. Die restlichen scheinen in Käfig getapst zu sein. Und warum greift die Miliz nicht ein? Und stattdessen kommen die Zivilisten. Nein. Okay, Alarm. Alle Zivilisten wieder in den Bunker. Und die haben beide den Kill-Goblin-Befehl. Und trotzdem helfen die Hex nicht. Was soll denn das? Shift A. Ja, die sind aktiv. Shift B. Haben Kill-Befehl. Na gut, einer kommt hier zur Unterstützung. Ah, da kommen ein paar mehr. Und die scheinen die Goblins vertrieben zu haben. Sehr gut. So, ist einer von uns gestorben. Nee, nur Hunde. Hufala. Okay, gucken wir auf die Karte, ob noch irgendwelche Goblins rumlaufen, die nicht hier rumlaufen sollten. Ganz viele Gefangene. Aber keine freien Goblins mehr. Sehr schön. Also Shift A, Killbefehl aufheben. Shift B, Killbefehl aufheben. Und dann schauen wir uns das Massaker hier doch mal an. Ganz viele Goblins in Käfigen. Hier ein paar Sachen, die wir claimen können. Eine Stahlkriegsaxt. Die muss doch einem unserer Zwerge gehören. Hier sind ganz viele Sachen von einem Goblin. Ein paar Körperteile von einem Goblin. Und da oben ist noch der Menschenkrieger. Da sammeln wir mal alle Sachen ein. Ein Bolzen. Die Hundeleiche sammeln wir bestimmt auch noch ein. Was haben wir hier oben? Einen silbernen Pfeil. Nee, das ist mir ziemlich Wayne. Also D, B, C, Reclaim. Dass die ganzen Sachen auch schön eingesammelt werden. Dann gucke ich mal ganz kurz bei dem Butchershop. Wir würden nämlich gerne jetzt tote Tiere butchern. Das müsste eigentlich bedeuten, dass die Hundeleichen von draußen eingesammelt werden. Und dann hier zu Fleisch und Knochen und Schädel und was weiß ich weiterverarbeitet werden. Genauso wie die Leichen da oben auch. Also die noch einigermaßen frisch sind. So. Bisher sieht das alles ganz okay aus. Solange jetzt nicht noch ein Kampftrupp kommt. Was ist mit Hex? Oh, linker oberer Arm. Extreme Schmerzen.
Unterleib schwer verletzt, rechter Oberarm schwer verletzt, linker Unterarm schwer verletzt, linker Fuß angeditscht. Also wenn jetzt der Arzt nichts macht, wäre ich echt verwundert. Ich hoffe mal, er läuft jetzt einfach direkt zum Krankenhaus. Aber es war eine ganz schöne Heldenaktion. Ich meine, er hat sich gegen 5 Goblins bewährt, bis dann der Rest eintraf. Und wo läufst du hin? V. Folgen. Ah, erstmal was trinken und ein bisschen Party machen. Hm? Na gut, solange du nicht alles vollblutest. Warum macht der Arzt eigentlich nichts? Doc, Leberfriesel, schläft. Okay. Dann halt nicht. So, die Mechaniker haben jetzt eine ganze Weile zu tun, die ganzen Käfige neu zu bestücken. Oh, und wir haben immer noch den Bunkerbefehl angehabt. Ah, ich wundere mich schon, warum die ganzen Sachen nicht eingesammelt werden. Aber das erklärt es natürlich. So, ich hoffe einfach mal, dass jetzt keine neuen Goblins kommen. Sonst hätten wir gleich ein arges Problem mit den ganzen Zivilisten hier. Aber das schaut gut aus. So, wo läufst du hin? Du holst die Sachen von den Menschen. Okay. Ha, anscheinend können die jetzt mehrere Sachen auf einmal ansammeln. Also es sah gerade so aus, als hätte er die Kiste dabei gehabt, hätte die Kiste voll gemacht und wäre dann erst wieder zurückgegangen. Früher haben die halt immer nur echt einzelne Sachen genommen, sind zurückgelaufen, haben wieder eine Sache geholt, sind wieder zurückgelaufen und so weiter. Das mit den Kisten ist jetzt echt praktisch. So, der Butcherbefehl klappt irgendwie nicht so richtig. Ne, das ist der falsche. Müssen wir vielleicht erstmal erlauben, dass die von draußen die Sachen reinholen können. Ja, Dwarfs ignore refuse from outside. Das drücken wir mal kurz weg mit O. So, jetzt müssten sie von draußen die Hunde holen. Gucken wir mal. Die Goblin-Käfige werden alle schön hochgebracht. Das wird so. Wir müssen sehr schnell mit unserer Arena anfangen. Denn wir haben jetzt da unten ja schon richtig viele Goblins abgestellt. Wo ist die Arena? Da. Bald ist der ganze Raum voll. Ja. Oh, aber wir könnten sie jetzt freilassen. Das ist schon mal sehr schön. Ah, das können wir in den nächsten ein, zwei Folgen mal angehen, dass wir unseren Trupp hier unten abstellen und alle den Schalter drücken lassen. Aber gut, wir haben momentan erstmal Wichtigeres zu tun. Gucken, ob da draußen alles so läuft, wie es laufen soll. Die ganzen Sachen einsammeln, die ganzen Hunde schlachten. Und was haben wir da noch? Ein Kupferbolzen. Ein bisschen Ausrüstung, nichts Wichtiges. Hundeteile. Nö. Na gut, machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge können wir weiter die ganzen Stückchen hier einsammeln. Also bis gleich.